Hello and welcome to the Expertly German podcast, your podcast to learn German for career, professional development and daily life. Today's saying of the week is Mein lieber Herr Gesangsverein. Mein lieber Herr Gesangsverein. Well, the literal translation would be My dear Mr. Singing Club, which doesn't really mean anything. So what it does mean is impressive. Mein lieber Herr Gesangsverein, was für ein schönes Wetter. Impressive. What a nice weather today. Before we start with today's episode, make sure to download my free ebook that teaches you business German. It's 21 pages long and there's a lot of material in there. And the link is in the show notes below. Okay, so the news topic of today are NFTs. What exactly that is, I will tell you. And Twitter super follows. So let's start with NFTs. NFT steht für Non-Fungible Tokens oder wird auch Kryptoart genannt. Etwas nennen, to name something. Was bedeutet das? Wenn man digitale Kunst kreiert, dann kann diese normalerweise unendlich multipliziert werden. Die Kunst, Art, unendlich, infinite. Das ist natürlich ein Problem für Künstler, welche von der Kunst leben möchten. Natürlich ist in this case of course der Künstler, the artist. Für normale Kunst ist das generell kein Problem, da man relativ klar erkennen kann, was echt und was Fälschung ist. Die Fälschung, the fake. Das war bis vor kurzem nicht so in der virtuellen Kunst. Vor kurzem or bis vor kurzem, until recently. Nun jedoch gibt es die Blockchain und eine damit verbundene Rückverfolgung zum Ursprung. Die Rückverfolgung ist the tracing. Der Ursprung ist the origin. Digitale Kunst kann so also online gehandelt werden und man kann genau das Original von der Fälschung trennen. Etwas trennen ist to separate. Das kommt nicht nur den Auktionshäusern zugute, sondern nun auch den Künstlern, welche eine Provision bekommen, wenn ihre Kunst weiterverkauft wurde. Die Auktionshäuser ist the auction houses. 8,2 Millionen US-Dollar wurden so im Dezember 2020 mit NFTs am Kunstmarkt umgesetzt. Etwas umsetzen ist in this case to turn around, but it can also mean to implement something. Als Künstler kannst du also nun deine Kunst online erstellen und verkaufen. Ohne Angst vor Fälschung. Verkaufen ist to sell. Ohne Angst ist without. Alright, and the second topic is Twitter super follows. Das soziale Netzwerk Twitter hat angekündigt, dass es dieses Jahr eine Super-Follower-Funktion einführen wird. Ankündigen oder etwas ankündigen ist to announce or to announce something. Das bedeutet, dass man etwas bezahlen muss, wenn man exklusive Inhalte, Rabatte oder andere Dinge erhalten möchte. Der Inhalt ist the content, der Rabatt ist the discount. Es hört sich so an wie eine normale Sache, aber es zeigt, dass soziale Netzwerke so sehr einfach Marktanteile von anderen Unternehmen wegnehmen können. Die Marktanteile ist the market shares, die Unternehmen ist the companies. Es wird so sehr schwer für andere Unternehmen, welche Inhalte für eine Bezahlung anbieten. Die Bezahlung ist the payment. Etwas anbieten is to offer. And this episode is sponsored by you, because you keep me motivated by sending me messages and giving me feedback about how much you like the podcast. So thank you very much for doing that. I spent quite a good amount of time in researching, recording, editing and distributing this podcast. So if you'd like to buy me a coffee whilst I produce the content for you, then that would make me really happy. And you can do that by going to buymeacoffee.com/expertlygerman.com. And if you become a member, you will gain access to more exclusive material.
and you can find the links in the show note below. Okay, and now let's start with the exercise, the Deutschübung. So I tell you a sentence and I leave something blank and you have to figure out, which is the right word that you have to put in here. Es gab dieses Jahr noch keinen Regen. Blank, viele Tiere verdursteten. A, wegen. B, das. C, so das. Again, es gab dieses Jahr noch keinen Regen. A, wegen viele Tiere verdursteten. B, dass viele Tiere verdursteten. C, so dass viele Tiere verdursteten. Which one is the right answer? And the right answer is so dass. C. So dass means something like so that. Es gab dieses Jahr noch keinen Regen, so that oder so dass viele Tiere verdursteten. Sentence number two. Unternehmer, blank, meist auch über sehr gute Kenntnisse der Ökonomie. A. Haben. B. Verfügen. C. Besitzen. So again, A. Unternehmer haben meist auch über sehr gute Kenntnisse der Ökonomie. B. Unternehmer verfügen meist auch über sehr gute Kenntnisse der Ökonomie. C. Unternehmer besitzen meist auch über sehr gute Kenntnisse der Ökonomie. Which one is the right answer? And the right answer is number B, verfügen. So in this case, verfügen über, that's the, because we have Unternehmer verfügen meist auch über sehr gute Kenntnisse der Ökonomie. Because of that preposition über, that one is the indicator that we have to use verfügen. Because verfügen über, that is the combination that we are looking for. Yeah. So, and what this actually means is, entrepreneurs or business people usually also have or kind of have the ability, in this case, the skills, of knowledge about the economy, or about knowledge of economics. And so the combination or the verb that we need to use here is verfügen because of verfügen über. And sentence number three, von allen Mitarbeitern ist er blank in seinem Unternehmen. A, der Klügste. B, am Klügsten. C, Kluge. Von allen Mitarbeitern ist er der Klügste, am Klügsten. C, Kluge. In seinem Unternehmen. Which one is the right answer? And the right answer is A, der Klügste, the smartest. Von allen Mitarbeitern ist er der Klügste in seinem Unternehmen. Thank you very much for listening and learning with me today. Again, make sure to download my free ebook. You will learn a lot of things there. You will get comfortable with business German, learn keywords in the business German, like the certain apartments of a company, of a company and many areas there. You can also have some interview preparation there if you want. I will train you dialogues in an office environment and you can improve your overall business grammar. Thank you very much, guys. Cheers and bis bald.